Liebe Community, liebe Facebook-Freundinnen und Freunde, wenn ich mit Gästen oder Menschen, die die Stadt Linz nicht so gut kennen, über Kinderbetreuung spreche, dann habe ich oft den Eindruck, dass das alles nicht geglaubt wird. Das erste ist oft Skepsis, dass für jedes Kind ein Kindergartenplatz ab dem dritten Lebensjahr zur Verfügung steht. Für über 95% der Eltern sogar im Wunschkindergarten. Wenn ich dann erzähle, dass wir auch für jedes Kind unter 3 Jahren, wo die Eltern zumindest Teilzeit berufstätig sind, auch einen Krabbelstubenplatz zur Verfügung stellen, dann wird die Skepsis noch größer. Und wenn ich dann noch erzähle, dass über 70% der Linzer Volksschulkinder auch am Nachmittag eine Betreuung haben, dann habe ich oft den Eindruck, jetzt glaubt mir überhaupt niemand mehr, jetzt erzähle ich ein Märchen. Und ich habe schon oft E-Mails bekommen, dass jemand gesagt hat, Herr Bürgermeister, ich habe das Ganze im Internet nachrecherchiert, Sie haben recht. Die Linzerinnen und Linzer leben in einer großartigen Stadt. Und ich glaube wirklich, dass dieses Faktum, dass bei uns Kinderbetreuungseinrichtungen auch unabhängig von der eigenen finanziellen Situation auf höchstem pädagogischen Niveau stattfindet, gar nicht so selbstverständlich ist, wie wir das selbst glauben, weil es für uns tatsächlich selbstverständlich ist. Und dass wir die einzige Stadt in Österreich sind, die im August jede Krabbelstube und jeden Kindergarten, den die Stadt selbst betreut, geöffnet hat, ist eine großartige Leistung der gesamten Linzer Stadtbevölkerung, die das immerhin ja auch durch ihr Steuergeld finanziert. Aber die meisten von uns, vor allem die, die Kinder haben, wissen, dass es kaum jemanden gibt, der den ganzen August über frei bekommt oder sich Urlaub nehmen kann und auch gar nicht will. Und hier bringen wir die Familien in keine Situationen, wie das im Rest von Österreich üblich ist. Wir wollen die Familien unterstützen. Und damit das auch in Zukunft so bleibt, hat der Gemeinderat beschlossen, dass wir in den nächsten 3 Jahren 1100 neue Plätze in Krabbelstuben, Kindergärten und Horte schaffen werden, weil wir die brauchen, um auch die Jüngsten, die geboren sind, die Babyboomer der Stadt, einen Kindergarten, Krabbelstuben oder Hortplatz anbieten zu können. Das ist eine Leistung, da bedanke ich mich auch ganz besonders bei unseren Pädagoginnen und Pädagogen in diesen Einrichtungen, die sich so großartig unserer Kinder annehmen.